Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des 41 Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des 41 Campus und Vorstandsvorsitzende der Dirk-Nowitzki-Stiftung. Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, dir nun meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Norbert Elgert, einer der erfolgreichsten Nachwuchstrainer im Fußball. Dreimaliger deutscher A-Jugendmeister und zweimal deutscher A-Jugendpokalsieger mit dem FC Schalke 04. Ich bin total begeistert, wie er nicht nur Profis im Fußball, sondern auch Profis fürs Leben ausbildet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Elgert, ich freue mich total, dass das heute klappt mit unserem Gespräch. Vor allem auch, weil ich wirklich persönlich auch sehr berührt und inspiriert bin durch Ihr Buch. Ich habe auch einfach so gemerkt, dass die Inhalte so komplett zu dem, was wir im 41 Campus eben auch vermitteln wollen, passen, nämlich Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu unterstützen, im Sport eben und vor allem in dem Kontext Wertebildung. Und deswegen freue ich mich sehr. Sie sind einer der besten Nachwuchstrainer der Welt. Und dass ich mit Ihnen über werteorientiertes Leadership sprechen darf, ist eine große Ehre. Also erstmal hallo und danke. Ja, zunächst einmal vielen Dank für Ihre vielen lieben, positiven Worte und Ihr Vertrauen. Ich hoffe, dass das für Sie und für Ihre großartige Idee auch ein bisschen was dabei rauskommt. Da bin ich mir sicher. Super. Genau, also mich trat natürlich jetzt auch vor allem eben Ihr Buch um und da die Frage, was hat Sie dazu inspiriert, angeregt, gerade dieses Buch zu schreiben? Also und auch was ist Ihr Anliegen damit? Ja, zunächst einmal vielleicht ganz kurz, wie es zu so einem Buch kommt. Also meine Frau Conny und ich, wir sind schon mit der Idee, mal ein Buch zu schreiben, über viele Jahrzehnte schwanger gegangen. Aber irgendwo muss man sich mit der Zeit auch so ein bisschen erstmal das Recht dazu erarbeiten. Dafür brauchst du dann, glaube ich, auch schon ein paar Lebensjahre, ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten, um ein bisschen was erlebt zu haben. Ansonsten ist natürlich jedes Leben ein eigenes Buch, ein eigener Film. Und wir waren dann irgendwann im Urlaub auf Fuerte, klar in der Sonne, in ein Buch versunken. Und dann hielt meine Frau den Zeitpunkt wohl für günstig, mal einfach mal zu fragen, du, wäre das jetzt nicht mal ein guter Zeitpunkt? Wir haben so viel erlebt, ja, du hast so viel zu geben. Wäre das nicht mal ein guter Zeitpunkt für ein Buch? Und dann bin ich hingegangen und habe unseren Co-Autor Kai Psotter, der viele, viele Bücher schon vorher geschrieben hat, unter anderem mit Bela Reti, Mesut Özil, vielen, vielen mehr, habe ihn angerufen in München. Und der hat sofort Ja gesagt, das machen wir. Und dann ging es natürlich sofort los. Und was so dahinter steckte, vielleicht ein klein wenig die eigene Lebensgeschichte, ja, Menschen ein bisschen was mitgeben zu können. Denn jeder hat unterschiedliche Lebensphasen. Keiner war permanent erfolgreich. Und das Leben ist ja ein permanent Auf und Ab, auch bei den Erfolgreichsten. Es geht darum, zu vermitteln, immer wieder aufzustehen nach dem Hinfallen und aus seinem Leben, egal wie leicht oder wie schwer es ist, aber vor allen Dingen, wenn es schwer ist, das Beste zu machen. Ja, genau, das habe ich eigentlich auch so mitgenommen, dieses gib jeden Tag alles. So, das war für mich eigentlich die Main Message, die mich da auch erreicht hat. Und das finde ich einfach eine unglaublich tolle Lebenseinstellung. Und ja, wir im 41 Campus haben ja vor allem auch so das Anliegen, junge Trainer und Trainerinnen so zu begleiten. Und da treibt uns auch immer das Thema der Berufung so um. Haben Sie das Gefühl, Sie leben durch den Trainerjob Ihre Berufung oder Sie haben da wirklich Ihr Ding auch gefunden? Ja, kann man in etwa so sagen. Also ich bin zum einen extrem dankbar. Ich war auch früher mal ein paar Jahre Fußballprofi. Also ich bin extrem dankbar dafür, dass ich mein Talent leben darf, was mir von anderer Stelle gegeben wurde und auch meine Berufung leben darf. Ja, aus unserer Sicht haben wir immer wieder festgestellt, dass du in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen oder auch jetzt von Nachwuchssportler, Sportlerinnen so das ein zentrales Element, die Haltung des Teamleiters sozusagen ist, also um sozusagen Entwicklung auch mit zu begleiten und zu inspirieren. Wie haben Sie so Ihr Rollenverständnis des Trainers? Also was ist da so das Selbstverständnis in Ihrer
täglichen Aufgabe? Ja, sehr komplex, nicht einfach, also sehr vielschichtig. Also ich sehe einen Trainer oder auch jemand, der in einer Firma alle Führungskräfte, also ich sehe mich da schon als Coach, als Lehrer, als Ausbilder, coachen und trainieren. Das vergleiche ich das immer ganz gerne mit einem Gärtner. Ein Gärtner, der betreut und trainiert im Grunde genommen auch junge Bäumchen, junge Pflänzchen und versucht ihnen dann so ein bisschen durch Wässern, durch Trimmen, durch Schneiden zum Idealwuchs zu verhelfen. So sehe ich mich als Coach auch ein klein wenig. Extrem vielschichtig, extrem komplex. Aber vor allen Dingen haben wir Trainer natürlich eine unglaubliche Verantwortung, weil wir bei jungen Menschen natürlich noch großen Einfluss ausüben können. Und dieser Einfluss sollte natürlich möglichst positiv sein, weil das Unterbewusstsein von jungen Menschen und natürlich auch von den Spielern, die ich coache, die ich trainiere, die sind so zwischen 16 und 19 Jahre alt. Das ist natürlich noch nicht so starr, ist noch formbarer. Umso verantwortungsbewusster und verantwortungsvoller sollten wir unsere Aufgabe natürlich angehen, da positiven Einfluss auch auszuüben. Genau, und ein Zitat hat mich da aufhorchen lassen, dieses, wir bilden nicht nur Profis für den Sport aus oder jetzt für den Fußball, sondern auch Profis fürs Leben. Also diese Wertebildung auch und den jungen Menschen was fürs Leben mitzugeben. Also das ist ein Ansatz, den ich einfach toll finde, dass ich das auch bei Ihnen sozusagen auch im Haifischbecken Leistungssport so umsetzbar ist. Und also da stellt es bei mir immer die Frage, wie schaffen Sie das konkret? Weil für mich ist das gerade in dem Setting, wo Sie unterwegs sind, enorm schwer. Es ist tatsächlich extrem schwer, im Haifischbecken Fußball oder im Haifischbecken Profisport seine persönliche Integrität zu wahren. Ja. Das ist schon ein hehrer Anspruch, nicht ganz einfach. Aber es ist wichtig, dass man um das zu schaffen, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich bemühe mich sehr darum. Wenn man von Haifischbecken spricht, spreche ich auch nicht davon, dass sich in dieser Branche eben mehr schlechte Menschen bewegen. Das ist ja ein Teil unserer Gesellschaft. Wir können uns da nicht ausschließen, dürfen das auch nicht, aber es geht eben um extrem viel Geld, das verdient wird. Es geht um extrem viel Macht, es geht um Geltung, es geht um sehr viel Anerkennung. Und da prallen natürlich extrem viele unterschiedliche Interessen immer wieder aufeinander. Und deswegen halte ich es persönlich für unglaublich wichtig, dass jeder Mensch so seinen eigenen persönlichen Wertekatalog hat und auch versucht, sich da dran zu halten. Traditionelle Werte sollten meiner Meinung nach niemals vom Aussterben bedroht sein, wenn sie das auch sind. Aber da haben wir eben eine große Aufgabe, dass das nicht passiert, weil die sind ja nicht veraltert. Die sind nicht traditionell zwar, aber immer noch modern. Es ist für ich glaube einfach, dass Werte einem persönlich Halt und Sicherheit geben und in einer Mannschaft, in einer Gruppe schweißen gemeinsame Werte zusammen und stärken das Wir-Gefühl. Wir-Gefühl ist, glaube ich, in einer Zeit, wo das Ego extrem überhöht ist, wichtiger denn je. Ja, genau, nämlich der eine Wert, der auch mich berührt hat, war das Thema Disziplin. Also erstmal für mich die Frage, wie Sie es persönlich für sich geschafft haben, auch den so wichtigen, ich sag mal, für den Erfolgsweg, diesen wichtigen Wert Disziplin sozusagen positiv zu verankern, erstmal bei sich selbst. Wie haben Sie das geschafft? Ja, Disziplin entsteht ja aus Träumen, Wünschen und den entsprechenden Zielen, die dann aus Wünschen und Träumen entstehen. Und wenn ich persönlich große Ziele, mein eigener, mir persönlich große Ziele gesetzt habe, daraus entsteht dann auch das entsprechende Verhalten und die entsprechende Disziplin. Disziplin heißt ja dann, bereit zu sein, Dinge zu tun, zu denen andere nicht bereit sind.
häufiger zu trainieren, intensiver zu trainieren, hart zu arbeiten, intensiv zu arbeiten über einen ganz, ganz langen Zeitraum, um nach oben zu kommen, egal in welcher Branche. Es gibt große Untersuchungen, dass man also mindestens 10 Jahre braucht, 10.000 Stunden intelligenten und harten Trainings, irgendwo Spitze zu werden. Und mit diesen Dingen habe ich mich natürlich befasst. Es ist natürlich besser, wenn du das in dir hast. Also reinprügeln kannst du so eine Einstellung in niemanden. Dir ist es von deinen Eltern aus deiner Historie gegeben oder du hast es eben gelernt. Und daraus entsteht dann eben auch die Bereitschaft, jeden Tag stundenlang für ein großes Ziel zu arbeiten. Das über einen langen Zeitraum. Mit Hindernissen, mit Schwierigkeiten umzugehen. Das ist für mich auch Erfolg. Keiner ist ja irgendwo in die Spitze gekommen, einfach weil er nur eine gewisse Begabung hatte. Auch die Bereitschaft zu verzichten ist heute geringer ausgeprägt als früher. Aber es gibt sie noch. Und da haben wir natürlich immer wieder die Chance, auch zu unterstützen, zu helfen, in die richtige Richtung zu bringen. Also ich glaube, dass Disziplin entsteht aus Zielen, aus großen Zielen, die man natürlich dann immer wieder in Teilziele dann beschreiten muss und eben auch aus einer großen Verzichtbereitschaft. Das wäre jetzt eben meine nächste Frage gewesen, was man sozusagen in der Rolle als Trainer und Mentor tun kann, um das bei seinen Schützlingen sozusagen mit anzuregen? Oder ist das wirklich was intrinsisch bei den Nachwuchssportlern selber entstehen muss und darf? Oder was kann man sozusagen von außen da wirklich noch tun? Ja, also ohne intrinsische Motivation, glaube ich, ist es unmöglich, irgendetwas im Leben zu erreichen. Das muss schon von dir selber kommen, aber wenn du es nicht hast, wenn du es nicht vermittelt bekommen hast, durch deine Kindheit, durch deine Eltern, durch deine Lehrer später, durch deine Trainer, dann ist es später schwer. Oder es entsteht aus deiner Historie, aus dir selber. Also ähnlich war es ja bei mir auch. Das war alles nicht ganz einfach. Ich hatte jetzt keine ganz schlimme Kindheit, aber auch keine ganz einfache Kindheit. Es ist daraus entstanden, dass ich stundenlang Fußball gespielt habe ab dem 4. Lebensjahr. Und dadurch dann auch ein Talent erkennbar war, das war ja nicht von vornherein da. Und dann habe ich, was für mich eben die große Lebenschance. Aber so ist es bei den meisten ja nicht. Häufig geht es uns, meiner Tochter, unseren Enkelkindern, geht es ja eigentlich fast so gut, aber wie sollen wir ihnen das nehmen? Das ist ja, wir lieben ja unsere Kinder. Und das Allerwichtigste, auch wenn du führst, ne, dass du liebst, dass du nicht nur deine Ziele liebst, dass du deine Sportart liebst, sondern auch die Menschen magst und liebst, für die du verantwortlich bist. Und wenn du es nicht gelernt hast durch Schwierigkeiten, durch Hindernisse, dann wird dich das Leben aber irgendwann an diesen Punkt bringen. Weil für mich ist Erfolg jetzt persönliche Definition auch von mir. Erfolge sind gelöste Probleme. Erfolge sind überwundene Hindernisse und Schwierigkeiten. Und das müssen sie dann irgendwann lernen. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel, egal in welcher Sportart, wenn der hochbegabt ist und ihm wird jeden Tag nur gesagt, wie toll er ist und wie talentiert er ist, welche herausragenden Fähigkeiten er hat. Ich meine damit jetzt nicht, dass man ihm das nicht sagen soll. Er muss schon wissen, dass wir überzeugt sind von ihm. Aber wenn du das jeden Tag hörst, dann kannst du relativ schnell nachlassen, auch in deiner Anstrengungsbereitschaft, in deiner Einstellung, weil du bist ja schon toll. Also ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, Einsatzbereitschaft, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen zu loben als Talent und Fähigkeiten. Da gab es mal große Untersuchungen auch in den größten Talentschmieden der Welt, in den größten Goldminen der Welt, in den größten Diamantschmieden der Welt. Und das waren selten oder nie Luxuseinrichtungen, wo die Kinder und Jugendlichen die Talente schon alles hatten. Und es war eher schwer. Diese Hindernisse, die kann man nicht künstlich aufbauen, die entstehen aber irgendwann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballtalent von allen Seiten gesagt bekommt, wie talentiert er ist, und er kommt dann, ohne sich groß angestrengt zu haben, nur über seine Begabung, über sein Talent in die Bundesligamannschaft, quasi, dann steht der Mount Everest vor ihm. Wenn er aber vorher nicht gelernt hat, wie viele meiner Jungs zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, Neuer, Mesut Özil, Leroy Sané, Thilo Kehrer und viele mehr, wenn die es vorher nicht gelernt hätten, vor dem Mount Everest die Zugspitze zu besteigen,
oder den Mont Blanc zu besteigen, dann werden die niemals in der Lage, auf den Mount Everest zu kommen. Ich absolut genauso. Und ich finde halt die Herausforderung, dass heutzutage und wir einfach in dieser Luxusgesellschaft leben, in der wir leben. Aber das fand ich jetzt einen spannenden Ansatz, dass Sie gesagt haben, das Leben wird einen zwangsläufig vor einfach Herausforderungen setzen und die man dann auf dem Weg sozusagen meistern muss, wenn man voll auf sein Ziel sozusagen zugeht. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen. Mich würde es nochmal interessieren, wie Sie Ihren Führungsstil jetzt beschreiben würden Richtung Werteorientierung, dass ich da nochmal wirklich für die Trainer sozusagen, was kann man da vom, die Rahmenbedingungen, die man sozusagen da auch schaffen kann? Ja, zunächst mal würde ich meinen Führungsstil als situativen Führungsstil bezeichnen. Ich halte auch einen ausschließlich anderen Führungsstil in der heutigen Zeit kaum für praktikabel oder erfolgsführend, weil wir sind ständig in anderen Situationen, ständig in anderen Lagen. Jeden Tag passiert so viel. Und wir haben es mit bei mir zum Beispiel, wenn ich 25 Spieler und dann der ganze Staff noch dazu, sind dann gut 30, 35 Leute zu führen und sie sind alle anders. Und Lebenssituation, jedes Training, jedes Spiel ist vollkommen anders. Deswegen würde ich sagen, eher situativ, mal demokratisch, mal etwas autoritärer auch, mal auch laissez-faire. Also es kommt immer darauf an. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass deine Leute, in Anführungsstrichen, also die Spieler, für die ich verantwortlich bin, meine Kollegen, meine Mitarbeiter, dass wir uns untereinander schon vertrauen und dass ein großes Vertrauensverhältnis da ist. Und nur dann können wir auch einfordern. Ich glaube zum Beispiel, dass man mit Angst nicht erfolgreich führen kann. Also du kannst durch Angst zwar gute Ergebnisse erzielen, aber keine herausragenden. Also was für mich wichtig ist, dass wir eine eher intensive, eine straffe, eine ja, sehr herausfordernde Trainingsatmosphäre haben, aber in der man sich auch wohlfühlen kann. Also Druck haben meine Jungs eigentlich nur insofern, dass ich von ihnen erwarte, jeden Tag ihr allerbestes zu geben. Und das natürlich auch mit Spaß, Freude und Begeisterung. Das heißt für mich dann auch Erfolg. Erfolg heißt nicht immer gewinnen. Deswegen steht für uns das Resultat auch nicht unbedingt immer im Mittelpunkt. Natürlich sind wir Wettkämpfer. Natürlich wollen wir auch Meister werden, wollen wir Erster werden, sind wir lieber Zweiter als Dritter. Aber wir fokussieren uns viel, viel stärker auf den Entwicklungs- und Ausbildungsprozess. Das heißt eben jeden Tag besser werden. Heute besser als gestern, morgen besser als heute und so weiter. Ja, also Führungsstil, situativ. Ja, und wie entsteht sowas? Ich begründe den Spielern das ja auch, warum wir so viel einfordern. Es entsteht ja durch drei Dinge. Erstens haben meine Jungs alle große persönliche Ziele. Wir haben Teamziele. Unser Club, sprich der Arbeitgeber, hat große Ziele. Und daraus entsteht eben, dass wir entsprechend intensiv und hart arbeiten. Ja, dass wir den Jungs wirklich viel abverlangen. Aber mit meiner Erfahrung kann ich auch sagen, dass alles andere auch nicht zielführend ist. Das ist für junge Menschen nicht immer so leicht zu verstehen. Meist verstehen mich meine Jungs zwar ganz gut, aber sobald wir dann, wenn sie mal ein, zwei Jahre raus sind, vielleicht ist das auch dem Buch auch so ein bisschen hervorgegangen, wenn sich da der ein oder andere Spieler zu Wort gemeldet hat, einen Buchbeitrag geleistet hat, ohne jetzt von mir zu hören, du schreib mal was Tolles über den alten Coach. Das war alles freiwillig und aus ihm. Dann verstehen sie es eher, weil es ist mit 17, 18, 19 nicht so einfach zu verstehen, wenn du versuchst, eine Erfolgsphilosophie zu vermitteln. Wir versuchen es auch zu erklären, zu vermitteln, denn überzeugen ist immer besser als einfach nur verlangen. Das war der erste Teil des Interviews. Sei gespannt auf die nächste Folge. Hier spreche ich mit Norbert Elgert über seine Entwicklung als Trainer, was ihm am meisten geholfen hat und welche Tipps und Ratschläge er für dich hat. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortioncampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortioncampus-Team.